So, wir sind jetzt in der Indie-Area der Gamescom vor dem Stand des Indie-Games Let 'em Trade. Glücklicherweise haben wir einen der Developer erwischt, um über das Spiel zu sprechen. Dafür erstmal vielen Dank. Dann will ich auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Stell uns doch einmal dein Spiel Let 'em Trade vor. Ja, es geht um Let 'em Trade, genau, du hast es schon gesagt. Und das Spiel ist so eine Mischung aus Handels- und Wirtschaftssimulation. Du als Spieler bist in quasi so der Wirtschaftsminister für deinen König. Und du musst dafür sorgen, dass es in der Welt Angebot und Nachfrage gibt. Das heißt, du musst Städte gründen und die so erweitern, dass sie verschiedene Ressourcen produzieren. Da musst du andere Städte gründen, die diese Ressourcen brauchen. Und da das ja eine sehr realistische Wirtschaftssimulation ist und du der Wirtschaftsminister, also quasi ein Politiker bist, musst du in deinem besten Interesse agieren, nicht im besten Interesse vielleicht der Stadt. Das heißt, wenn eine Stadt, die Holz produziert, jetzt auch Bretter braucht, könnte man meinen, cool, baue ich da ein Sägewerk rein? Nee. Weil du willst ja, dass Handel passiert, damit du Steuern kassieren kannst. Das heißt, du gründest eine zweite Stadt und tust da das Sägewerk rein, damit das Holz erst von der ersten Stadt zur zweiten rübergehandelt werden muss von den Händlern, die dann komplett eigenständig im Spiel rumrennen. Und du dann mit diesem Handel deine Steuern einkassieren kannst, die dann dafür sorgen, dass du deine Welt weiter ausbauen kannst und irgendwann am Ende das große Ziel erreichst, dass du deinem König das große Schloss bauen kannst. Alles klar, also quasi die Spieler dazu zu bringen, so möglichst viel über die verschiedenen Städte dann innerhalb des Handels an Finanzen selber anzuschaffen, um eben diese Erweiterung weiterzubringen. Genau, und natürlich gleichzeitig muss man auch darauf achten, weil jeder hat sein eigenes Budget, also nicht nur du als Spieler hast dein Budget, jede Stadt hat ihr eigenes Budget, ihr eigenes Kapital, das heißt, und die Händler natürlich auch, und das heißt, du musst halt auch so ein bisschen gucken, dass deine Städte nicht pleite gehen. Weil wenn deine Stadt irgendwann, wenn deine Stadt nur Zeug einkauft, aber selber nichts verkauft, dann ist sie irgendwann pleite und kann sich irgendwann noch nicht mal mehr das Essen für die Einwohner leisten und dann brennt sie buchstäblich nieder. Okay, buchstäblich? Also viele, viele Dinge, auf die man da auch achten muss, dass nicht schief läuft, ja. Alles klar, das klingt nach einem sehr interessanten Spiel. Mit wie vielen Leuten habt ihr das Spiel entwickelt? Wir haben den Original-Prototyp mit zwei Leuten gebaut. Das war der Thomas, der Originalgründer von Spaceflower und ich. Ich bin dann später als Entwickler mit dazu gekommen. Und den Original-Prototyp haben wir ja zu zweit gemacht und unter anderem dank der Förderung vom FFF Bayern, die Landesförderung von Bayern halt, waren wir jetzt in der Lage, das Team auf 4 Vollzeitleute, eine Teilzeitkraft und einen Minijobler zu erweitern, um damit jetzt in die endgültige Produktion zu gehen und aus dem Prototyp tatsächlich ein fertiges Spiel zu machen. Das ist also mit zwei Leuten, beziehungsweise alleine angefangen und dann ausgebaut zu einem 6-Mann-Team. Dabei hat dann also wirklich die Förderung aus Bayern geholfen? Tatsächlich. Die Förderung des Landes Bayern hat uns, also vom FFF, über den FFF Bayern, hat uns sehr geholfen. Die haben schon uns unterstützt bei der Prototypentwicklung. Wir hatten bereits eine Prototypenförderung vom FFF Bayern, die uns überhaupt erst ermöglicht hat. Ohne die wäre es uns eigentlich fast nicht möglich gewesen, den Prototyp zu bauen. Und dann haben wir jetzt, waren wir in der glücklichen Situation, auch eine Produktionsförderung vom FFF Bayern bewilligt zu bekommen, über die es uns dann möglich war, das Team entsprechend zu vergrößern und dann jetzt innerhalb der nächsten 1,5 bis 2 Jahre aus dem Prototyp wirklich ein komplettes, fertiges Spiel zu machen, das man später auf Steam auch kaufen kann. So, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass Bayern wohl sehr stark auch die Spieleszene unterstützt. Es gab da ja jetzt auch noch die, so vor 1-2 Jahren, die Förderung durch den Bund, durch Andreas Scheuer mit den 50 Millionen. Ja. Wie viel kommt dabei eigentlich tatsächlich auch gerade bei den Kleinen, die ich glaube ja mit am meisten wirklich diese finanzielle Unterstützung brauchen, um diese Indie-Spiele im Markt fertig zu machen? Wie viel kam da wirklich bei euch an? Also die Bundesförderung gibt es immer noch, die wird weiter betrieben und auch der Game-Verband ist da sehr hinterher. Es hat am Anfang hat's sehr viele Beschwerden, am Anfang ist alles nicht so wirklich rund gelaufen und da muss man sagen, da hat sich mittlerweile eine Menge getan. Es hat sich sehr, sehr viel verbessert, trotzdem ist es immer noch ein sehr bürokratischer Aufwand. Also bis zu dem Zeitpunkt, dass du die Förderung dann vielleicht bewilligt bekommen hast, ist es fast ein Vollzeitjob, sich darum zu kümmern, die Förderung tatsächlich zu bekommen. Weil erstmal musst du den ganzen Papierkram ausfüllen und wenn der fertig ist, dann fängt es eigentlich erst an. Dann werden hier noch Nachfragen gestellt, hier musst du Dinge
bestätigen oder nachweisen. Es ist schon ein bürokratisch, es ist halt typisch deutsch, kann man sagen. Es ist ein bürokratisch sehr, sehr hoher Aufwand. Aber ja, am Ende kommt dann tatsächlich, also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nicht so viel über die Bundesförderung sagen, weil wie gesagt, wir bisher nur die Förderung vom FFF Bayern bekommen haben, über die Landesförderung. Aber das kommt tatsächlich an. Also wenn man ein Spiel abliefert, wo die sagen, ja, okay, das entspricht allen Kriterien, das ist cool, das können wir fördern. Ja, es ist halt ein bisschen bürokratischer Aufwand, aber wenn man dann das Eigenkapital, weil die Förderung stellt ja immer nur einen Teil des eigentlichen Budgets. Du musst schon selber was mitbringen, was ja auch Sinn macht. Sonst würde einfach jeder sagen, geil, ich will ganz viel Geld. Also du bekommst bei der Prototypenförderung zum Beispiel 80% des Budgets über die Förderung gestellt und bei der Produktionsförderung sind es immerhin noch 50%. Und ja, also aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, kann ich sagen, das kommt dann irgendwann aber auch tatsächlich an. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es ohne die Unterstützung vom FFF Bayern uns und das Spiel wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben würde. Ja, also dass die Förderung von Bayern angeht, haben wir jetzt, wie gesagt, auch schon mehrfach gehört. Also wäre so quasi so ein unterschwelliger Wunsch, dass man vielleicht ein bisschen das entbürokratisiert oder... Ich glaube, dass so ein großer bürokratischer Aufwand, der gerade auch für, nehmen wir jetzt als Beispiel ein Zwei-Mann-Studio, ein extremer zusätzlicher Aufwand sein. Absolut. Also wir hatten das Glück, dass wir jemanden hatten, der sich da schon mit auskennt, der uns da unterstützt hat, wie man die Anträge macht und was man alles tun muss und der uns von vornherein schon gesagt hat, hör mal, auf das und das müsst ihr achten. Hätten wir das nicht gehabt, wäre es sehr, sehr, sehr viel schwerer gewesen. Das heißt, das etwas einfacher zu machen, gerade für kleine Start-ups, weil eigentlich geht es ja um genau die. Es geht ja, das ist ja auch das, was die Förderung immer sagt. Sie wollen Arbeitsplätze schaffen und sie wollen dafür sorgen, dass kleine Studios in Deutschland Fuß fassen können, um halt den Game-Standort Deutschland zu stärken und auszubauen. Aber gerade dafür muss es einfach kleinen Start-ups einfacher gemacht werden, tatsächlich an diese Förderung ranzukommen. Das geht zum Beispiel auch so weit, dass es auch Einschränkungen gibt, wofür du das Geld benutzen kannst. Du darfst es zum Beispiel wirklich nur und exklusiv projektgebunden benutzen. Das heißt, du darfst es nur für Dinge ausgeben, die wirklich für die Umsetzung von diesem Projekt zwingend nötig sind. Und jetzt könnte man meinen, das ist super, da kann ich mir meine Hardware mit kaufen, weil die ist ja zwingend nötig. Nein. Weil die Hardware brauchst du doch sowieso, wenn du ein Spielestudio bist. Das ist doch dein Werkzeug. Das musst du doch eh schon haben. Also kann das leider nicht über die Förderung mit angerechnet werden. Und solche Sachen etwas flexibler zu gestalten. Vermutlich gerade dann auch, wenn es genau um den Fall von größeren Fördergeldern geht, die Unterstützung vielleicht durch Finanzberater oder ähnliches, was ja teilweise für ein Indie-Studio ein immenser geldlicher Aufwand wäre, vielleicht auch so mit einzubeziehen. Ja, genau. Weil das sind alles, genau, wie du gerade schon gesagt hast, der Finanzberater. Oder wenn man jemanden hat, der einem zum Beispiel bei den Anträgen hilft. Das sind alles Dinge, die du über die Fördergelder nicht bezahlen darfst, weil das nicht projektbezogen ist, weil das sind Dinge, ja, die braucht deine Firma doch so oder so. Aber genau das ist der Problem, wenn wir ein kleines Start-up sind, das sehr, sehr wenig Mittel momentan zur Verfügung hat. Dann, ja, es ist schön, ein projektbezogenes Budget zu haben, wo wir halt die Projektkosten mitbezahlen können, aber du hast dann immer noch das Problem, dass du nebenbei zum Beispiel Auftragsarbeiten machen musst, um irgendwo das Geld herzukriegen, wo du dann halt zum Beispiel den Steuerberater oder auch die Hardware mitfinanzierst, Dinge, die halt nicht direkt auf das Projekt gebucht werden können. Ja, genau da denke ich nämlich auch, müsste es eine kleine Anpassung an der Förderung geben, aber das ist so mein persönlicher kleiner Take davon. Aber gerade, wir hatten ja am Anfang, hatten Sie erzählt, dass die Gruppe von 2 auf jetzt 4,5 Plätze, Vollzeitplätze. Sagen wir mal, statistisch sind es 5. Ja, sagen wir statistisch. Ja, das ist auch eine Teilzeit und ein Minijob. Sagen wir mal 5. Wie gut kommt man eigentlich so an Nachwuchs oder an erfahrenen Entwickler, gerade so als Indie-Studio, ran? Also, das stelle ich mir gerade schwierig vor. Also, Leute mit seiner Idee dann zu überzeugen und generell mit dem Nachwuchs in Deutschland die Leute mit ins Boot zu holen. Erfahrene Entwickler als kleines Indie-Studio, das fast keine Mittel hat, ist extrem schwer.
weil du bist darauf angewiesen, die Leute zu finden, die nicht fürs Geld arbeiten. Weil als erfahrener Entwickler, gerade in der Programmierung, der Jobmarkt ist momentan sehr arbeitnehmerfreundlich, weil er ist leer. Es gibt wesentlich mehr Bedarf an Programmierern, als es tatsächlich Programmierer gibt. Das heißt, im Endeffekt diktieren die Angestellten die Gehälter und nicht andersrum. Und das ist halt extrem schwierig, wenn du ein kleines Studio bist und du sehr wenig Mittel zur Verfügung hast. Und auch mit der Förderung gibt es ja Grenzen. Wenn du dann wirklich Leute hast, die ihren Job halt machen, um Geld zu verdienen und damit ihr Leben zu finanzieren, hast du eigentlich keine Chance, weil die nehmen andere Jobs, wo sie es drei- oder vierfache verdienen. Du brauchst wirklich entweder die Leute, die sagen, ich mache lieber das, wovor ich verwirkliche mir lieber einen Traum und mache das, wo ich richtig Bock drauf habe, scheiß aufs Geld. Oder halt tatsächlich, du schaust, dass du junge Talente bekommst. Wir hatten zum Beispiel das Glück, wir haben studentische Praktikanten bei uns gehabt. Und einer davon ist jetzt einer der vier Festangestellten, weil der einfach während seinem Praktikum schon so gute Leistung abgeliefert hat und wirklich auch gezeigt hat, dass er einen Skill hat, dass wir gesagt haben, ey, wenn wir irgendwann in der Lage sind, dich zu übernehmen, hättest du Bock? Und er hatte Bock. Ja, und jetzt ist er Teil des Teams. Das heißt, man hat eigentlich mehr Chancen, so neue, junge Talente, gerade in der Programmierszene, mit ins Boot zu holen, ja, als gerade durch die wirtschaftliche Konkurrenz dann erfahrene Entwickler. Ja, genau so ist es. Okay. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview an der Stelle. Und ich werde das Spiel auf jeden Fall verfolgen. Das freut mich. Dankeschön. Ja, dann tschüss.